Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Euro Truck Simulator 2. Route neu berechnen. Ja, mit unserer schicken Yacht hier sind wir unterwegs. Ich fahre mal hier entlang. Dann brauche ich nicht so kurbeln. Wie ihr sehen könnt, das ist unser Brummer hier. Ha, ein Riesenbaby. Ja, und da sind wir auf dem Weg gerade nach Le Mans. 890 Kilometer, glaube ich, insgesamt. Die Hälfte haben wir schon. Ja, und jetzt geht's weiter. Interessanter Auftrag deshalb, weil wir ja ein bisschen Kohle verdienen damit. Vorsicht. So, jetzt schauen wir aber mal, ob das wirklich was bringt hier. Nicht, dass wir dann hier, ja, das Geld nicht bekommen, ne? Bis jetzt alles gut gegangen. Nicht irgendwo angeschrammt oder Strafzettel oder sonstige Gedöns. Toi, toi, toi. Das bleibt hoffentlich so, ne? Wir müssen aber wahrscheinlich noch mal kurz vorm Ziel schlafen gehen. Aber schauen wir mal. Getankt haben wir. Einmal geschlafen haben wir schon ganz am Anfang. So, was ist jetzt mit euch hier? Wollt ihr nicht mehr oder was ist da los? Muss doch hier weiter, wenn das. Habt ihr keine Zeit? So. Gut. Führt uns die Strecke jetzt hin? Naja, erstmal nur geradeaus. Gut. Einfaches Streckenprofil, das gefällt mir. Das ist gut so. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Serpentinen wären jetzt eher tödlich. So. Gut. Gut. Ja, es wird. Was jetzt ist 0 Uhr laut Spiegel? Nee. Nee, Sonntag 19. Schwachsinn. 19:36 ist es hier im Spiel. Das heißt, wir kommen in der Nacht an. Ja, 0:10 jetzt werden ungefähr. Bis wir ankommen, also Mitternacht. Laut Spiegel. Soll uns nicht stören. Ah, jetzt müssen wir erstmal hier diese Kolonne überholen mit unserem kleinen Bötchen da hinten drauf. Keine Ahnung, warum das Boot von Marseille war es, ja. Vom Hafen in Marseille aufs, ja, mitten ins Festland gebracht wird. Keine Ahnung. Le Mans ist jetzt für mich nicht bekannt als Küstenregion. Kann mich aber täuschen. So, Bourget lassen wir da rechts liegen. Da waren wir auch schon mal, glaube ich. Wir sind durchgefahren, wie auch immer. Ah ja, da biegen einige ab. Sehr gut. Das ist wunderbar. Bis auf den Holzlaster, der natürlich nicht. So. Jetzt wieder freie Bahn hier. Ja, Sonnenuntergang. Wie es gehört. Wunderschön. Ah, 300 Kilometer noch. Ja, sehr gut. Da purzeln die Kilometer. Aber, wir wissen es, ne? Wir hatten schon immer irgendwo ein kleines Hindernis drin. So, wir könnten jetzt eigentlich. Jetzt müssen wir nochmal raus und schlafen, gell?
Das war jetzt irgendwie ungeschickt, glaube ich, was ich da gemacht habe vorhin. Ich hätte gleich schlafen sollen. War ein bisschen zu voreilig hier, ne? Naja. Dann macht man das halt jetzt. Solange die Tankstelle das mitmacht, ist alles gut. So. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Das ist die Tankstelle, sehr gut. Die mag ich. Immer geradeaus. Die haben nämlich viel Platz zum Rangieren. Gerade bis auf hier. Neu berechnen. Ah ja. Dann kommen wir jetzt doch nicht in der Nacht an, sondern erst in der Früh, glaube ich, oder? Ja. Wichtig ist, dass das passt von der Zeit her. Ne? Alles andere ist nicht so dramatisch. Scheint doch im Rahmen zu sein. Sehr gut. Jetzt kommt Saint-Laurent oder so ähnlich. Ah, Geschmack es. Gib mir Gas. Oi. 90 ist erlaubt hier. Das ist das Schöne an Frankreich. So, 256 Kilometer. Alles soweit im Griff. Und dann gibt es Fettkohle. Hoffentlich. Und ein paar Erfahrungspunkte in drei Kategorien. Das ist sehr gut. So. Ein Foto habe ich schon. Ah, schau ich das an hier. Wunderbar. Da muss eigentlich das Schiffchen hin hier, ne? Hier. Aber die wollen ja nicht, ne? Da soll das Schiffchen ja nicht hin. Aufs Wasser. So, weiter geht's. Bitte rechts halten. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir nämlich Richtung Nord. Möglichst nicht hinter dem auffahren. So. Ah, sehr schön. Fahr zu. Gleich überholen. Ja, kreuz und quer geht's jetzt hier durch Frankreich. Mittendrin hier. Aber gut. Man hat schon Power da rechts an dem Mund. Sind wir noch nicht auf 90 bis jetzt.
Blitzer da vor uns? Nee, oder? Ja, kurz abgebremst, sicher. Kilometer noch. Wir sind super unterwegs. Um die Eisenbahn. Güterzug. Bitte links halten. Genau. Mal schauen, wie der uns da hinführt. Naja. Immer noch Richtung Paris, okay. Neue Route finden. Ah! Scheiße. Bin ich falsch abgebogen, oder? Ja. Nein! Ich Vollidiot. Bin ich. Ah, nee. Ich drehe jetzt hier um an der Mautstelle, wenn es geht. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann ich hier nicht umdrehen, gell? Ah, verdammt! Einmal nicht aufgepasst. Lucht nochmal. Kann ich da wenden? Ich weiß, es ist jetzt nicht legal, aber ich muss hier irgendwas machen, Freunde. Ah! Uff. Oh, gell. Oh ja. Wenden jetzt hier. Ist mir scheißegal. Wenden hier. Auch wenn es illegal ist, mir kackegal. So. Hat jemand gesehen, oder? Nee. War was? Nee. Wisst ihr nicht was? Selten dämlich, oder? Und ich den habe wieder einen Unfall gebaut, verdammt. Ich sehe hier. Naja. So, hey, jetzt musst du bitte ganz schnell eine Route finden. Okay, lass uns eine neue Route finden. Genau, dahin muss ich. Bitte links halten. Und schwupps sind so 140 Kilometer. Genau, ich wäre jetzt hier nochmal extra 200 Kilometer gefahren. Ist klar. Muss jetzt Geld haben. So. Das schaffen wir schon, keine Panik. Alles Paletti hier. Alles Paletti, oder? Wie ist es? Ne, alles Paletti mit Spaghetti, ist es so? Ja, gehör mal. Hat gesehen, ne? Man muss echt konzentriert bleiben. Auf die Helga hören. Noch 110 Kilometer. Sieht gut aus.
Bitte links halten. So, 80 Kilometer noch, das ist ja Wahnsinn. Ich schon Le Mans, also nicht lineares Luft, sondern Le Mans. Den Hauch von Gummiabrieb auf dem Asphalt. Lass mich darüber. Ja, danke. So. Ja, ging doch eigentlich besser als gedacht, ne? Ja, das kleine Wendemanöver da, meine Herren. Ich wollte nur zeigen, wie toll die Yacht ist, die da fahr. Bitte links halten. Le Havre, nee, da müssen wir nicht hin. 40 Kilometer noch, sehr gut. Immer schön geradeaus. Nicht schwanken, geradeaus. So, jetzt kommt die Ausfahrt in Sicht, die wir nehmen müssen, damit wir hier zum Ziel kommen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, die nehme ich auch jetzt. Ich werde jetzt hier schön geschmeidig hier hochfahren. Ja. Ohne hier anzuecken. Ja, sehr gut. Weiter über die Brücke, dann noch mal zur Mautstation. Bleibst du da stehen oder willst du mich jetzt verarschen? Du bleibst stehen, sehr gut, brav. So, 10 Kilometer. Nicht lachen, ich habe da eine Yacht dabei, ne? Nur so. So. Gut. Das haben wir auch hinter uns gebracht. Und jetzt. Ja. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt. Einmal nehmen. Kreisverkehr noch. Der ist leider etwas belebt hier. Ah ja. Fahr. So fahrt der nicht. Fahr halt! Meine Fresse. So. Nimm diese Ausfahrt. Ja, mach ich. Da waren wir auch schon mal, glaube ich. Ja, im Industriegebiet hier. So. Ein Bötchen ist da oben drauf. Schallari. Schallara. So.
Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Erste Ausfahrt, okay. Das ist wieder super. Nimm diese Ausfahrt. Ja, perfekt. Immer so. Geradeaus. Immer geradeaus. Machen wir. Jetzt wird es interessant. Da biege nach rechts ab. Lisette Logistics, na super. Jetzt kommt wieder einer und... Nee. Hier endet es. Hier endet es, ja. Hopp. Fensterputzer. Sollen wir hinter mit? Nee. Okay. Gut. Da lang. So, jetzt hier rüber. Ah, das gibt eine Spange Geld, kennt das? Ja. Ah, perfekt, oder? War wie gemalt, oder? Ja, Wahnsinn. Gut, das war unsere Yacht, würde ich sagen. Ich werde ganz schnell mal hier absatteln. Und dann bitte das Money. Achtung. Ah, ja. Yes. Haha. Schöner Batzen Geld. Schaut euch mal die Bonuspunkte hier an. Ein Traum, oder? Dann sage ich, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.